So, hallo zusammen. Hier ist wieder euer Spartacus und wir spielen heute nach langer Zeit mal wieder Dune Imperium, aber jetzt mit der ganz frisch heute eingetroffenen Rise of X Erweiterung und einer Promokarte. Gucken wir uns auch gleich kurz an. Ich habe jetzt nur das Paket schon mal angerissen, die Folie, damit ihr das mit dem Auspacken schneller mitbekommt, damit ich hier nicht groß rumfummeln muss, bis die Folie auf ist. Das ist eine Erweiterung. Ihr seht, das Grundspiel habe ich schon mal aufgebaut. Das solltet ihr kennen. Die Schachtel selbst von der Erweiterung Rise of X ist genauso groß wie die Schachtel des Grundspiels, allerdings schmaler, deutlich flacher. So, schauen wir mal eben. Deckel zur Seite. Anleitung, die habe ich mir online bei Asmodee schon runtergeladen, da ist die kostenfrei verfügbar. Zipbeutel, die Schlachtschiffe, Dreadnoughts im Englischen, noch zusätzliche Marker, ein paar zusätzliche Anführer, die Auflage für das Board des Hohen Rats und die Mafia, das X-Board, Karten, nochmal Karten. Und nochmal Karten. Das sind die Tech-Karten. Die pöppeln wir kurz aus. Was kosten die alle so? 3 Spice, 2 Spice, 1 Spice, bis zu 8 Spice für noch ein Flaggschiff. Okay. Dann hier sind noch weitere Marker. Für einen der Anführer ist es, glaube ich. So, da hat gerade die Post geklingelt. Es ist noch ein Prototyp gekommen. Den kann ich euch aber jetzt nicht zeigen. Machen wir später. Also, wir waren stehen geblieben bei dem X-Board. Das kommt hier oben hin. Mal schauen, seht ihr das noch? Bis hier seht ihr das sehr gut. Und hier ist noch die Auflage für die Mafia. Ich habe in meinen Spielen von Dune Imperium immer die Erfahrung gemacht, dass die beiden Mafia-Felder hier oben sehr rudimentär genutzt wurden. Jetzt gibt es hierzu eine Überblendung dieser Felder, die ändern das Ganze etwas. Es gibt nach wie vor das Schwertmeisterfeld und den Mentaten und den Hohen Rat. Allerdings gibt es nicht mehr die Felder Rednersaat und Truppensammeln, sondern es gibt jetzt stattdessen bei der Mafia zwei Felder und den Transporter. Hier ist es, glaube ich. Und dann gucken wir auch noch mal direkt in den neuen Marker rein. Die brauchen wir nämlich als nächstes auch, um das zu vervollständigen. Das sind die, die Schlachtschiffe oder Flaggschiffe. Grün habe ich mit dabei als Gegner, zwei Stück. Rot bin ich selbst heute. Gelb ist der zweite Gegner. Na komm schon. So. Und wir haben Blau, das ist heute nicht im Spiel. Das gleiche gilt für die Marker, für die Transporter. Auch alles zur Seite. Blau kommt aus dem Spiel. Und Gelb, Grün und mein Rot kommen hier drauf. So, das heißt, in der Summe brauchen wir ein bisschen mehr Platz fürs Spiel, weil hier die das X-Board, das Technikboard steht und die ganzen Tokenschalen bringe ich mal hier auf die andere Seite. Noch einen Schluck trinken. Die Regeln von Rise of X werde ich mir hier noch nebenlegen. Es kann sein, dass ich da nochmal werde reinschauen müssen. So, dann haben wir Intrigenkarten und Konfliktkarten neu. Auch die müssen wir zugeklebt. Deutsche Version. Die englische gibt es schon seit längerem, aber die deutsche ist jetzt seit kurzem bei den Shops verfügbar. Konfliktkarte Stufe 3. Da geht es auch wieder ordentlich um Siegpunkte, selbst für den zweiten. Stufe 2. Flaggschiff-Aktionen und Stufe 1. Zwei Karten, also ein paar
Und einige Intrigenkarten, sowohl Komplott als auch Kampf, als auch gemischt Komplott und Kampf, als auch Finalkarten. Auch nochmal mit Siegpunkten. Es gibt die Diskussion durchaus in Foren, dass die Finalintrigenkarten mit Siegpunkten das Ganze sehr unbalanciert machen. Wer die nicht haben möchte, der kann die einfach aus dem Spiel aussortieren. Gleiches gilt für den Kwisatz Haderach, einer der mächtigen Karten im Spiel. Auch da, wer die nicht dabei haben möchte, obwohl sie für mich zum Spiel dazugehört, der kann sie natürlich gerne raussortieren. So, die werden wir gut mischen müssen. Dann kommen jetzt von den großen Karten kommen einige in das ganz normale Imperiums-Deck und die anderen Karten kommen in das Haus Hagal-Deck. Auch hier gucken wir kurz rein. Es gibt neue Karten und hierzu gehört jetzt auch die Promokarte Grenzenloser Eifer. Kostet 5, bietet mir Zugang zu den diversen Fraktionen und hat noch eine Entladenfunktion. So, was haben wir noch? Den Kopfgeldjäger, die Wasserverkäuferin, Delegierte der Mafia. Kosten 4, 5, 6, 7. Da gibt es Karten für 7 und 8. Wir gucken, hier gibt es den Shai Hulud, der mich in die Wüste gehen lässt und mir Truppen gibt und Schwerter im Aufdeckzug. Den kann ich beim Erwerben kann ich auch eine Karte entsorgen. Das ist auch gut, da kann man das Deck ein bisschen ausdünnen. Und hier gibt es den Großangriff des Imperators. Beim Erwerben kriege ich ein Flaggschiff, 2 Truppen. Das ist auch nicht so schlecht. Und hier sind nochmal Kontrolliere das Spice-Karten. Die sind für den anderen Spielmodus, für den epischen Spielmodus, die kommen raus. Wobei, das gucke ich mir noch mal kurz an. In der Anleitung, die hat wieder ein paar Seiten. Das ist der epische Spielmodus, genau. Seht ihr diese Markierung. Und die kommen meines Wissens im normalen Spiel. Wir schauen drauf, die Tech-Plättchen. Aufbau. 17 Intrigenkarten, 35 Imperiumskarten sollen das sein. Wir gucken mal, wie viele das ohne die wären. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 36, das ist die Promokarte mit dabei. Das heißt, die epischen Karten kontrolliere das Spice. Die kommen tatsächlich nicht mit in das normale Imperiums-Deck. Sehr gut. Das werden wir jetzt noch ein bisschen untermischen müssen. Ich habe die Karten nicht gesleeved. Das ist jetzt Geschmackssache, ob man das tut. Hängt auch ein bisschen davon ab, wie häufig man das spielt. Einige von euch könnten es wissen. Ich bin gerade dabei im Spiel Imperium von Osprey Games. Eine Challenge durchzulaufen, dann muss ich das Spiel sehr oft spielen. Die Karten sind natürlich gesleeved. Aber hier, denke ich, ist das nicht erforderlich. Im Moment habe ich nur eine Spielrunde, mit der ich dieses Spiel nicht solo spielen kann. Und zum Solo spielen habe ich vergleichsweise wenig Zeit für Dune Imperium. Da bin ich aktuell mit der Imperiums Challenge ordentlich beschäftigt. Zu Imperium selbst werde ich dann auch noch mal ein Video machen in gar nicht so ferner Zukunft, denn es ist erstens die deutsche Version bei der Spieleschmiede jetzt erschienen und zweitens meine Challenge schreitet fort, langsam aber sicher, und da kann ich einfach mal eine Runde aufnehmen, noch mal mit euch Imperium gemeinsam spielen. So, auch hier decken wir wieder 5 Karten auf. Die lege ich mal, das seht ihr hier links daneben. 1, 2, 3, 4 und 5. So, und den Nachziehstapel hier oben hin.
Jetzt habe ich Mist gebaut. Ganz klare Sache. Natürlich habe ich Mist gebaut, denn die Karten, die Standardkarten, Arrakis-Kontakt zum Beispiel, die gehören ja raussortiert. Hier oben liegt keine. Das hast du toll gemacht. Alter Mann, da musst du noch mal ran. So, gucken, ob wir die finden. Die sind zum Glück markiert. Kann nicht sein, dass die alle hier sind. Heißt aber auch, die sind nicht gut gemischt. Und das bedeutet wiederum, wir müssen noch ein bisschen weiter mischen. So, da war ich schlecht vorbereitet. Tut mir leid, dass ihr da jetzt zugucken müsst. Aber wenn ihr wissen wollt, wie das Spiel funktioniert, dann müsst ihr schon dranbleiben. Immerhin erspare ich euch das ganze grobe Regellesen oder das feine Detaillesen. Wir werden ein paar Dinge vielleicht nachschlagen müssen, aber ich denke, die große Mechanik des Spiels ändert sich nicht so dramatisch, dass ich hier ein Problem kriegen würde mit den Regeln. So. Was ihr jetzt vielleicht gesehen habt zwischendurch, sind zwei Würfel. Die Reis auf X Erweiterung bringt jetzt etwas mit, was in der Direwolf Game App, die es auf dem Handy oder Tablet gab und mit denen man das Haus Hagal-Deck steuern konnte, bereits gibt. Aber das Spiel bringt jetzt auch ganz offiziell in der Regel mit, dass man den im Solo-Modus die Marktauslage etwas stärker rotieren kann, indem man nach seinem Aufdeckzug einmal würfelt und dann die markierten Karten von oben gezählt, in diesem Falle 3 und 4, einfach durch zwei neue austauscht. Das heißt, wir kriegen hier Rotation in den Markt, auch wenn wir selbst eventuell an Karten nicht interessiert sind und da nicht rangehen. So, die Plättchen werden gemischt. Auch hier schauen wir, die Anführer schauen wir uns gleich an. Die Plättchen werden gemischt und in drei Stapel aufgeteilt. Tatsächlich auch in 3x6. Jetzt sind das falsch rum. 6 und 6, das passt. Und wir decken immer die oberste Karte auf. Die gucken wir uns dann an, wenn wir sie ziehen. Da gehen wir jetzt nicht im Einzelnen durch. Was man aber sieht, es gibt hier unten eine Markierung. Das ist die Haus Hagal, das Haus Hagal-Symbol, das hier. Und man sieht dann, dass das Karten sind, die auch von den Rivalen, von den beiden Bots, gegen die ich ja in Dune Imperium spiele, mir ebenfalls erworben werden können. Das gilt nicht für alle Karten, diese hier zum Beispiel. So, dann kommen wir mit dem Konfliktdeck. Geht's weiter. Wir brauchen 1, 2, 3, 4 Konflikt-3-Karten. Das waren im Grundspiel auch nur 4 Stück. Jetzt sind es eine mehr, 5. Es bleibt also eine übrig. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5 und vom Konflikt 1 haben wir nur eine Karte oben drauf, macht in der Summe dann 10 Konflikte, um die es geht. Und auch hier machen wir es wieder so, das ist im Solo-Modus der Fall, dass die Schwertmeister meiner Gegner, der beiden Bots, sogenannten Rivalen, dass die nach 5 Runden mit ins Spiel kommen, unabhängig davon, wann ich meinen Schwertmeister kaufe.
So, die Intrigenkarten müssen wir nochmal mischen. Und dann müssen wir nochmal auf das Hagal-Deck gucken. Ihr seht zwar, ja doch, links tatsächlich die Ressourcen, seht ihr noch. Die habe ich jetzt wieder hier in den Schälchen von Hunter & Friends, in den Silikonschälchen. Die benutze ich tatsächlich relativ gerne, zumindest die Schalen. Die Kartenhalter davon benutzen wir im Vier-, also im Mehrpersonenspiel schon mal bei sowas wie Arche Nova, da, wo man seine Karten ganz entspannt reinstellen kann und auch seine, seine Holzteile, seine Holzelemente hier mit reinplatzieren kann. Das funktioniert ganz hervorragend. Im Solospiel brauche ich normalerweise diesen Kartenhalter nicht. So, das Haus Hagal-Deck, das benutzen wir auch heute wieder. Wie die Direwolf Game Room App könnten wir benutzen, machen wir nicht. Wir machen das ganz klassisch mit den Karten. Auch hier gibt es jetzt natürlich Einspielerkarten für die Tech-Karten und für die besonderen Felder interstellare Fracht. Was hier oben neu dazugekommen ist. Auch das mischen wir unter. Jetzt sind die Karten so miteinander vermischt, dass ich eigentlich gar keine Lust habe mehr, die auseinander zu sortieren. Mit anderen Worten, das Spiel wird es in Zukunft nur noch mit Erweiterung geben. So, das packen wir hier hin. Die Zweispielerkarten sind raus. Wir spielen ja nicht zusätzlichen Gegner mit einem Bot, sondern ich spiele solo gegen zwei. Das ist etwas, was mir bei Dune Imperium nicht so ganz zusagt. Wenn man mit drei oder mehr menschlichen Spielern spielt, spielt man ein Spiel. Wenn man zu zweit mit einem Bot spielt, spielt man ein leicht anderes Spiel, weil der Bot, der dann beteiligt ist, keine Siegpunkte macht, sondern in Anführungszeichen nur stört. Wenn man solo spielt, spielt man dann wieder ein Spiel, wo auch die Gegner, die beiden Gegner dann, wieder Punkte machen. Das ist ganz interessant gemacht, aber ob das gut ist, weiß ich noch nicht genau. Ich habe tatsächlich noch nie eine Zweierpartie gegen oder mit dann einem Bot zusätzlich gespielt. Deswegen kann ich euch nicht wirklich berichten, wie toll das ist. So, der Spieler links von mir, das ist dann der Grüne, der bekommt das Startdeck. Und jetzt geht es tatsächlich nur noch darum, uns Anführer auszusuchen. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Wir haben Prinz Rombur. Als Siegelringfähigkeit darf er sich ein Tech-Plättchen holen oder in die Verhandlungen gehen. Okay. Tessa Vernius. Ah, Moment, hier der Prinz Rombur, der hat die Dauerfähigkeit, dass die Schlachtschiffe eine Stärke von 4 statt 3 haben. Das ist natürlich sehr interessant. Das könnte die Konflikte sehr viel einfacher machen. Halten wir uns im Hinterkopf, können wir vielleicht mal heute spielen. Ich habe ja auch nicht vor, hier noch eine Referenz, sehr schön, drei, also auf jeder Rückseite nach wie vor. Aber das hier ist tatsächlich, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 neue Anführer, aber dann nochmal zwei Referenzkarten. Sehr gut, dann brauche ich nicht in die großen Regeln zu gucken. Sehr schön. Dann haben wir die Tessa Vernius, relativ komplex angeblich, Erzherzog Aumont Ekas, Ilesa Ekas, das ist dann dessen Frau, Graf Undro Moritani und Prinzessin Juna Moritani. Das sind Figuren, die zwar im neuen Film Dune noch nicht vorgekommen sind, vielleicht kommen sie in den weiteren Filmen dieser Reihe vor, aber derzeit noch nicht. Und deswegen, wir spielen heute mal den Prinz Rombur Vernius und wir spielen gegen, was empfiehlt die Erweiterung, sagt dazu gar nichts, glaube ich, zu den Solo-Regeln bzw. zu den Rivalen. Irgendwo gab es eine Erwähnung. Gucken wir noch mal kurz rein, welche Spieler nicht gegen einen im Solo-Spiel spielen sollen. Aber das sind meines Erachtens noch
Rivalen aus dem Grundspiel. Zwei der neuen Anführer können von einem Rivalen in Solopartien gespielt werden, Prinz Rombo und Graf Hunro Moritani. Gut, okay, also die anderen können wohl nicht gespielt werden. Wir werden Folgendes tun, wir werden grün den Graf Hunro Moritani nehmen aus dem neuen Spiel und dann werden wir Graf Memnon Torvald aus dem Grundspiel als zweiten Rivalen nehmen und wir selbst spielen den Rombo Avernius aus dem neuen, aus der Erweiterung. So, wir fangen. Bin ich blöd? Ich habe es doch tatsächlich wieder vergessen. Wir fangen mit zwei Truppen in der Garnison jeweils an, wenn ich mich recht entsinne. Oder ist das nicht der Fall? Schlachtschiffe, den Frachter. Das Original, die Regel, habe ich hier liegen. Wenn man das lange nicht mehr gespielt hat, dann entfallen einem solche Dinge, die vielleicht sehr kleinlich wirken, aber doch am Ende entscheidend sein können. Das ist G5. Lege den. Drei in die Garnison. Drei Truppen in die Garnison. Und ich glaube, im Solospiel fangen die Rivalen ebenfalls mit drei Truppen in der Garnison an. Wäre ja auch ansonsten ja, Truppen in der Garnison, steht aber auch dann hier, Starttruppen in der Garnison. Nee, die Rivalen tatsächlich nicht. Wir spielen... Ich traue mich nicht, wir spielen auf der Söldner, sprich Anfängerstufe. Ich bekomme drei Truppen, die anderen beiden nicht. So, könnt mich unfair nennen, dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich überhaupt mal interessieren, wer von euch spielt Dune Imperium solo und hat das schon mal gespielt? Welche Erfahrungen hat er gemacht? Kommentiert das gerne. So, wir können loslegen, wir haben unser Startdeck aus 10 Karten. Und bekommen davon immer ich glaube 5 waren es auf die Hand. Gott, oh Gott, jetzt habe ich hier so wenig. Das steht zum Glück tatsächlich jetzt auch schön alles hier auf den Referenzkärtchen. Und was ein Unterschied ist, gleich noch vorneweg, die Rivalen können natürlich auch Spice und Solari und Wasser bekommen und geben das dann gegebenenfalls für Siegpunkte aus. Beim Spice sparen sie allerdings auch auf Tech-Plättchen. Das geben sie also nicht einfach so aus für Siegpunkte, wenn sie mal 7 Stück haben, sondern das ist etwas, was sich etwas ändert gegenüber dem reinen Grundspiel ohne Erweiterung. So, dann haben wir hier unseren Konfliktstapel. Es geht los. Der erste Konflikt, ein Gefecht, geht auch schon direkt mit einer Schlachtschiff, mit einem Schlachtschiff-Einsatz los, um den es gehen kann, und eine Truppe. Aber wir sind nicht der Starspieler, das ist unser Gegner. Fraktionen ist Einfluss zurückgesetzt, passt alles, Intrigenkarten stehen da, sehr gut. Spice ernten, entsende einen Agenten. Zu dem Feld, zu dem Feld mit dem meisten Spice. Bonus Spice. Bonus Spice gibt es gar nicht. Oder bei Gleichstand zur größten Gesamtmenge. Das ist dann hier. Falls auf keinem Feld Bonus Spice liegt, decke eine neue Karte auf. Ach, okay, das heißt, wir dürfen sowieso eine neue Karte aufdecken. Karthag. Das heißt, der Spieler geht nach Karthag. Bekommt eine Truppe in die Garnison. Nein, das ist ein Kampffeld, das setzt er dann auch ein. Und das war's. Dann ist der zweite Rivale dran. Der geht nach Arrakeen mit einem seiner Agenten, das ist hier. Bekommt eine Truppe, es geht in den Kampf.
und setzt seine Siegelringfähigkeit ein. Und die Siegelringfähigkeit sagt, er kriegt 1 Beiß. Gut, dann haben wir das. Jetzt bin ich dran. Wir gucken in das, was ich an Karten habe. Dune, Diplomatie, Suche nach Verbündeten, Dolch. Habe ich nicht Startressourcen? Ich habe doch Startressourcen. Leute, wenn man das ewig nicht gespielt hat, gucken wir nochmal. Solo, meine Startressource, ein Solari, 1 Beiß. Ein Solari, 1 Beiß. Was brauchen wir? Wasser. Das heißt, wir gehen erstmal. Tja, die Frage ist, gehen wir in den Konflikt? Und wie kommen wir da rein? Ich habe ja Truppen zum Nachziehen. Das heißt, ich könnte tatsächlich. Erstmal hier hingehen. Mit einem Agenten. Destillanzug. Das kommt in die Ablage. Und dann werden wir den Einfluss erhöhen und wir kriegen ein Wasser. Und dann sind meine Rivalen schon wieder dran. Destillanzug. Da ist besetzt, das heißt, er darf da nicht hin. Sind weitergezogen. Karthag ist auch besetzt, darf er auch nicht hin. Geheimnisse, da geht er hin und kriegt einen Einfluss bei den Bene Gesserit. Der nächste Rivale ist dran, gelb. Truppen sammeln, hätten wir aussortieren müssen. Sortieren wir hiermit aus. Highliner, das heißt, er geht hier hin, bekommt den Einfluss und bekommt, das steht hier auf der Karte, nicht das, was auf dem Feld passiert, sondern das, was auf der Karte steht, 3 Truppen. Und das ist ein Kampffeld, das heißt, er setzt sie auch alle ein. Ja. Nachher im schwereren Expertenmodus setzen die Rivalen die Truppen etwas bedachter ein, aber im Anfängermodus schmeißen die alles rein, was sie kriegen. Gut, das haben die gemacht. Das heißt, für mich ist der Konflikt aber auch relativ schwierig jetzt zu gewinnen. Denn die Truppenfelder haben die Jungs belegt. Ach, das ist ja gar kein Schlachtschiff, das ist das Frachtersymbol. Ha, Missverständnis. Ich könnte mir aber tatsächlich mal. Über Diplomatie. Ich bereite Dinge vor. Ich lasse die ersten Sachen mal, in Anführungszeichen, den ersten Konflikt mal sausen und bereite Dinge vor. Ich gehe über Diplomatie auf den Faltraum, kriege hier bei der Raumgilde einen Einfluss, bekomme eine Faltraumkarte. Die bekommt mein Ablagestapel, wenn ich recht entsinne. Und ich habe dann nur noch einen Einfluss zum Kaufen. Na, vielleicht ein Dr. Yue. Hier kann ich mir noch einen Solari holen. Aber ich bin ja nicht dran. Das war mein Zug. Schlachtschiff. Das heißt, er geht mit seinem Agenten, Quatsch, er ist ja gar nicht dran. Er hat ja seine 2 Agenten schon eingesetzt. Das heißt, was passiert jetzt? Das muss ich tatsächlich noch mal nachschauen. Nein, sie können jetzt nicht mehr ziehen, sie haben beide keine Agenten mehr. Das heißt, ich bin wieder dran, jetzt kann ich meinen Aufdeckzug machen. Genau, das ist es. Wir sind dann noch bei den Spielerzügen.
Ich bin nicht im Konflikt, das heißt, mir bringen die Schwerter hier nichts. Und Dune, der Wüstenplanet, bringt mir ein Überzeugung. Und mit ein Überzeugung kaufe ich noch den Dr. Yue. Und damit, sofort nachgelegt, und damit ist mein Zug beendet. Dann kommt es zum Kampf. Den Kampf gewinnt der gelbe Spieler. Die Truppen kommen zurück. Kampfwert war 4, das brauche ich jetzt hier nicht abhaken. Grün hatte nur einen, ich war bei 0. Gelb gewinnt, bekommt eine Frachterposition höher und bekommt einen Trupp in die Garnison. Grün war Zweiter und bekommt 2 Spies. Und ich bin Dritter und bekomme im Dreispielerspiel, was wir hier praktisch spielen, nichts. Nur im Vierspielerspiel wird der dritte Preis auch vergeben für den Konflikt. So, nächste Runde. Es kommen die Sandwürmer. Hier kommt jeweils, wenn kein Agent da liegt, ein Bonuspreis dazu. Und dann werden die Agenten zurückgerufen. Dann wird der Startspielermarker weitergegeben, genau. Und ich ziehe wieder meine 5 Karten. Das sind die zweiten 5. Und hier geht es weiter mit dem gelben Rivalen. Schlachtschiff. Der Agent geht ins Schlachtschiff. Hier oben nach IX. Das ist der Planet, der Technikplanet. Falls dieser Rivale bereits 2 Schlachtschiffe hat, decke eine neue Karte auf. Nein, hat er nicht. Er bekommt das Schlachtschiff in seine Garnison und er kann sich ein Tech-Plättchen kaufen. Und wie das funktioniert, gucken wir uns jetzt noch mal kurz an. Das machen wir gemeinsam. Nimm ein Schlachtschiff in Betrieb, nimm es aus deinem Vorrat und lege es in deine Garnison. Falls du an diesem Zug einen Agenten zu einem Kampffeld entsendet hast, darfst du es im Konflikt einsetzen. Hat er nicht. Das heißt, dass sein Schlachtschiff kommt in die Garnison. Oh, wir müssen natürlich noch aufdecken, welcher Konflikt das wird. Es geht um den Mentaten, eine Intrigenkarte und 2 Solari. Okay. Und dann heißt es hier Tech erwerben. Auch da gucken wir. Es liegt Tech in Preisen von 2, 3 und 2 Spice dort. Und das kann der Rivale nicht. Nur solche, die mit einem Haus-Hagal-Symbol versehen sind, gibt es zwar, aber die kann er nicht einsetzen. Es gibt ein paar Hinweise hier. Was haben wir da liegen? Schallschnüffler, Trainingsdrohnen und Mini-Mic-Film. Das ist das sofortige Nutzen, wo es hier Hinweise gibt, aber zum Erwerben. Und hier seht ihr das dann auch, ein Rivale spart Spice für Tech-Plättchen, er gibt keine 7 Spice für seine Siegpunkte aus, außer die aktuelle Konfliktkarte ist eine Konflikt-3-Karte. Okay. Das teuerste Plättchen, das er sich leisten kann. Okay. Er kann sich keines leisten, also passiert tatsächlich nichts, er kriegt nur das Schlachtschiff in seine Garnison. Jetzt bin ich aber schon dran. Hier habe ich was für meinen Aufdeckzug. Hier habe ich meinen Siegelring. Was kann ich denn überhaupt? Mein Schlachtschiff hat schwere Lastgun-Kanonen und eine Stärke von 4 statt 3. Und meine Siegelringfähigkeit sagt, ich kann mir ein Tech-Plättchen kaufen oder eine Truppe in die Tech-Verhandlung schicken. Okay. Das klingt nach einer Idee. Ich könnte mir aber auch meinen Frachter nach oben entsenden. Zum Frachter kommen wir später noch im Verlauf des Spiels. Genau das werde ich tun. Ich werde mal... Moment, was können wir denn noch machen? Der Siegelring, das können wir, glaube ich, kombinieren.
Ich werde den Siegelring spielen, zum Schmuggel gehen, kann meinen Frachter eine Stufe hochschieben und bekomme einen Solari. Und dann setze ich meinen Siegelring ein. Und das heißt, ich kann mir ein Tech-Plättchen kaufen, kann ich nicht, weil ich keinen Spice habe, aber ich kann in die Verhandlung einen Verhandlungsführer hier nach IX schicken, der mir künftig für Rabatt, der mich künftig mit Rabatt unterstützt. Zumindest beim nächsten Kauf eines Plättchens. So, dann ist das geklärt. Grün ist dran. Der geht auf den Faltraum. Nein, grün haben wir gesagt, ne? Faltraum. Bekommt einen Einfluss bei den bei der Raumgilde, da waren wir. Jetzt merke ich gerade, ich habe vergessen, für die Rivalen die Kampf, die Schwerter aufzudecken. Haben wir unterlassen. Ist aber keine große Rolle. Ich war sowieso nicht im Kampf beteiligt, im Konflikt. Und wer jetzt da gewonnen hat oder nicht, das spielt, glaube ich, hier an. Hauptsache ich war es nicht. Keine große Rolle. So, dann hoffen wir, dass wir es beim nächsten Mal hinkriegen. Gelb ist wieder dran. Spice ernten. Jetzt funktioniert das. Der Agent geht zu dem Feld mit dem meisten Bonus-Spice. Das sind alle drei. Und das meiste Gesamt-Spice ist das hier. Er kriegt also jetzt insgesamt 4 Spice. Wenn wir dann einen rausnehmen, gibt es 5. Dann kriegt er einen großen. Hat er 6 dazu. Haben wir gemacht. Er hat keine Truppen in seiner Garnison. Nein, das ist. Jetzt bin ich durcheinander. Gelb war es. Gelb hat Truppen in der Garnison. Er darf bis zu 2 nachsetzen. Das Schlachtschiff sind aber 3. Das heißt, das kann er nicht nachsetzen. Er setzt also die hier nach. So. Wir checken das mal. Grün war dran, genau. Dann habe ich jetzt aber das Spice gerade, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Grün hat in den Faltraum gesetzt und den Einfluss bekommen. Und Gelb hat das Spice bekommen, nicht Grün. Und Gelb hat jetzt 4 Spice bekommen und hatte nur einen, das heißt, es hat jetzt 5. So rum. Ich habe also das Spice gerade dem Falschen gegeben. Ich muss aufpassen. So, wie gesagt, Gelb kann bis zu 2 Truppen nachsetzen, das sagt ja die Regel aus dem Kampffeld. Aber es hat nur eine oder 3, das heißt, es geht einer rein. Okay, so, jetzt bin ich aber wieder dran. Ich habe wieder Dune, der Wüstenplanet. Ich könnte mir ja mal Spice holen. Den Spice brauche ich für die Tech-Plättchen. Ansonsten hätte ich noch ich könnte noch nach Karthak oder nach Arrakeen gehen. Da ist mir, glaube ich, Karthak lieber. Das wäre auch noch eine Chance. Was kriege ich dann? Ich kann eine Truppe direkt in den Konflikt setzen und kriege eine Intrigenkarte und kann 2 Truppen hinterher setzen. Das wären dann 3 für den Konflikt. Alternativ könnte ich mit Dune, der Wüstenplanet, ins Hagerbecken gehen, müsste dann aber mein Wasser abgeben und bekäme 3 Spice. Ich gehe nach Karthak. Das heißt, er hier geht dahin, bekomme eine Truppe aus dem Vorrat, kann ich in den Kampf einsetzen, bekomme eine Intrigenkarte, eine Kampf- und Finale-Karte, entweder 10 Spice am Ende, das ist der Tiebreaker, kann interessant werden, oder 2 Schwerter für den Konflikt. Das schauen wir uns dann später an, ob ich das brauche oder nicht. Ist auf jeden Fall hilfreich zu wissen. Und jetzt kann ich am Ende meines Zuges
zwei Truppen nachsetzen. Das mache ich auch. So langsam muss ich ja mal einen Konflikt gewinnen. Weiter geht's im Text. Der letzte Spieler in der Runde ist grün. Passt das? 1, 2. Wo ist der erste gelbe Agent? Bin ich jetzt blind? Nein, da oben ist er. 1, 2. Ich muss ja auch da oben hingucken. Passt. Grün ist dran. Verschwörung. Er geht da oben hin, blockiert mir das, bekommt einen Einfluss bei Imperator, bekommt zwei Truppen in die Garnison. Das ist kein Kampffeld. Das war das. Gelb ist dran, kann nichts mehr tun. Ich kann meinen Aufdeckzug machen. Decke auf, habe 5 Einfluss oder 5 Überzeugung. Und für 5 Überzeugung schauen wir mal, was wir hier Sinnvolles haben. Gurney Halle kostet schon 6. Aber den Botschafter der Gilde, den kann ich ja doch. Jawohl, den kaufen wir. Bleibt aber noch einer übrig. Dann haben wir hier nur noch den Mordanschlag. Den nehmen wir auch noch mit dazu. So, ich hatte keine Schwerterkarten in meinem Aufdeckzug. Das heißt, meine Kampfstärke sind 3. Gelbe Kampfstärke ist im Moment 1. Es kommt zum Kampf. Das heißt, wir müssen für Gelb nochmal aufdecken. 2 Schwerter ist das hier. Dann decke ich meine Intrigenkarte auf für den Kampf. Ich vergesse die 10 Spies, bekomme noch 2 Schwerter obendrauf. Ich gewinne den Kampf. Und damit bekomme ich die 3 Truppen zurück. Er bekommt seine zurück. Die gehen auf 0. Ich bekomme den Mentaten für die nächste Runde. Eine Intrigenkarte und 2 Solari. Und mein Gegner, der Unterlegene, bekommt immerhin noch eine Intrigenkarte. Der Inhalt der Karte spielt keine Rolle. Dafür kriegt er ja nachher Siegpunkte. Und 2 Solari. Der bekommt nichts. Dann bekommen wir Spice auf den Sandwurmfeldern. Dann kommen die Agenten zurück. Ich habe jetzt schon 3 Züge. Das ist schon mal so schlecht nicht. Ich habe noch eine Intrigenkarte bekommen. Hier seht ihr Ixianische Sonde. Ich kann 2 Karten ablegen auf meinen Ablagestapel aus der Hand und kann dafür 2 neue Karten ziehen, wenn ich diese Karte einsetzen möchte. Nicht so schlecht. Schauen wir mal. Konntet ihr das überhaupt sehen? Ja, ich denke. Dann müssen wir jetzt den Startspielermarker weiterlaufen. Ich bin Startspieler und das mit 3 Zügen, während die anderen beiden nur 2 haben. Gar nicht so schlecht. Siegpunkte hat es allerdings noch für niemanden gegeben. 2, 3, 4, 5. Überzeugung, Überzeugung, Mordanschlag, Falltraum, das ist gut. Da kann ich mir nämlich noch Sachen machen, Sachen holen und Diplomatie. Das heißt, hier kriegen wir mit den beiden Karten kriegen wir Siegpunkte. Hier hätten wir noch nachlegen müssen. Wechsel der Loyalität. Für 2 Spice kann ich... keine schlechte Karte für... Jetzt habe ich vergessen zu würfeln. Ich habe es mir extra noch hier hingelegt. Ich lege mir die Karten mal, die Würfel mal hier hin. Ich hätte diese Rotation hier auslösen können. Beim nächsten Mal machen wir es. Das heißt, die Karte will ich nachher spielen. Die Karte will ich spielen. Die 3 Einfluss brauche ich aber auch. Das heißt, ich möchte die Intrigenkarte, dass ich 2 neue Karten nachziehen kann, noch gar nicht nutzen. Ich bin Startspieler. Wir schauen. Erstmal spielen wir den Falltraum.
und gehen mit unserem Agenten zu den Fremen oder zur, wenn ich zu den Fremen gehe, erhöht mir das den Einfluss, dann kann ich den Siege Stabre besuchen. Und wenn ich zur Raumgilde gehe, erhöht mir das hier den Einfluss auf 2 und dann kann ich die interstellare Fracht besuchen, was mir 2 Fortschritte auf dem Frachtschiff gibt. Das klingt aber spannender. Das heißt, ich werde das hier tun, kriege hier einen Siegpunkt, bekomme eine Faltraumkarte, muss diese Karte entsorgen, kann aber auch eine Karte nachziehen in meiner Hand. Diese Karte wird entsorgt, das heißt, die kommt wieder zurück. So. Jetzt habe ich tatsächlich ordentlich 2, 4, 5 Überzeugungen schon fürs Nachkaufen aus dem Markt. Jetzt muss ich überlegen, ob ich die Diplomatie nachher spiele oder nicht. Ich brauche ja. Na, schauen wir mal. Eigentlich muss ich sie spielen. Wir gucken. Dann habe ich meinen Agenten gesetzt. Grün ist dran. Spice ernten. Das mit dem meisten Bonusfeld, das ist hier. Er kriegt die 2 Spice und noch 2 Spice vom Feld. Kann 2 Truppen nachsetzen. Oh, neuer Konflikt. Auch wieder verpennt. Jetzt geht es auch schon um den Siegpunkt. Okay. Und ein Wasser. Ich war nicht auf dem Kampffeld. Er ist auf dem Kampffeld, kann 2 Truppen nachsetzen. Macht er auch. Gelb ist dran. Karthag. Er kriegt eine Truppe in den Konflikt. Könnte jetzt 2 Truppen nachsetzen. Sein Schlachtschiff sind aber 3. Die kann er. Wie kriegen die Gegner, die Rivalen, ihre Schlachtschiffe in den Einsatz? Wir gucken nach. Ein Rivale zieht es immer vor, Schlachtschiffe statt Truppen einzusetzen und wird ein Schlachtschiff im Konflikt einsetzen, weil immer wenn ein Rivale einen Konflikt gewinnt und sein Schlachtschiff ein Spielplanfeld kontrollieren muss, verdeckt er einen Kontrollmarker eines Gegners, sofern möglich, bla bla bla. Aber das Schlachtschiff hat doch jetzt 3 Kampfstärke mit diesem neuen. Entsendest du einen Agenten zu einem Kampffeld, darfst du Einheiten im Konfliktgebiet einsetzen. Das ist der Bereich zwischen. Beliebig viele der Einheiten, die du in einem aktuellen Zug rekrutiert hast, und bis zu 2 Einheiten. Okay. Das heißt, eine Einheit ist aber auch das Schlachtschiff. Es gibt den Trupp, es gibt das Schlachtschiff und beides ist eine Einheit jeweils. Das heißt, die Regel ändert sich tatsächlich, er darf 2 Einheiten nachsetzen. Habe ich eben im vorigen Zug falsch gemacht. Er darf die Einheit nachsetzen und setzt sie dann auch nach. Das heißt, er hat jetzt schon 4 in seinem Konflikt. Für mich wird der nächste Konflikt. Gut, ich bin dran. Ich brauche Truppen. Ich kann zu den Fremen gehen und mir mit Wasser 2 Truppen holen und dann noch eine nachsetzen, wären 3.
Aber ich habe nur ein Schwert, sind vier. Und er hat schon vier hier liegen und kriegt noch Schwertkarten aufgedeckt. Ich kann nicht wirklich was Sinnvolles tun. Ich könnte noch eine vierte Truppe bekommen, wenn ich anschließend mit dem Mentaten noch zum Siege Tabre gehe. Oder nach Arakeen. Wenn es dann nicht besetzt ist. So machen wir das. Ich bin dran. Ich decke auf Diplomatie. Gehe mit meinem Agenten zu den Fremen, zu den zähen Kriegern. Das kostet mich ein Wasser. Bringt mir aber einen Einfluss und einen Siegpunkt. Upsa, hier dahin. Und bringt mir zwei Truppen aus dem Vorrat, die will ich auch direkt in den Konflikt einsetzen. Das war der Zug. Und dann kann ich noch zwei Truppen nachsetzen. Ich mache das mit einer. Und dann ist erstmal wieder Grün dran. Grün hat zähe Krieger. Da ist besetzt, da stehe ich schon. Rednersaal gibt es nicht mehr, haben wir aussortiert. Hätte ich raussortieren müssen. Grün hat wieder Spice-Ernten. Bekommt drei Spice und das heißt, wir geben die zwei zurück. Und die zwei und geben ihm einen Fünfer. Und da war das meiste Bonus-Beiß. Jetzt kann er Truppen nachsetzen, hat er nicht, er hat auch keine bekommen. Das heißt, die beiden, na, Gelb ist jetzt noch dran. Selektive Züchtung. Kommt er in Einfluss. Und das war's für ihn hier. Kein Kampffeld. Ich bin jetzt nochmal mit dem Mentaten dran. Er hat im Konflikt 2, er hat 4, ich habe 3. Das heißt, ich brauche mindestens in meinem Aufdeckzug käme ich bis auf, also er käme auf 2, er auf 4, ich auf 3. Ich brauche mindestens noch den im Aufdeckzug. Ich habe eigentlich gar keine gute Karte, die ich spielen kann, bis auf die hier. Die bringt mir eine Truppe. Damit könnte ich ausgleichen und in meinem Aufdeckzug noch ein Schwert nehmen. Das heißt, ich bekäme... ich kann doch... Wir machen das. Wir spielen Aufklärung, gehen nach Arakeen, bekommen eine Truppe in den Konflikt und dürfen noch eine Karte ziehen. Ah, noch ein Schwert. Das ist gut. Und damit war es das für den Agentenzug. Hier ist kein Agentenzug mehr möglich, hier ist kein Agentenzug mehr möglich. Das sind die Kampfstärken. Ich decke auf 4 Überzeugung. Und dafür kaufe ich den... brauche Spice. Den Wechsel der Loyalitäten. Das reicht auch. Und dann habe ich, das war der Aufdeckzug mit den Überzeugungswerten. Und jetzt machen wir das mal mit der Rotation. Wir haben eine 6, da wird ignoriert. Und die dritte Karte ist diese hier. Das heißt, wir tauschen einfach mal den Schmuggler-Thopter raus und dafür kommt der Speer rein. So funktioniert der Sturm im Imperium, was die Auslage hier angeht. So, und jetzt kommt der Kampf. Das waren die Spielerzüge. Jetzt kommt der Kampf. Ich habe 1, 2, 3, 4 Truppen. Ich muss mit aufdecken, das heißt, ich decke mit auf 2 Schwerter.
4 Truppen, 2 Schwerter sind 6 und bekomme noch durch den Aufdeckzug einen Solari. In der Reihe Grün deckt auf, bekommt 3, 1, 2, 3 und Gelb deckt auf, bekommt kein Schwert. Da haben wir aber nochmal Glück gehabt. Mit anderen Worten, sein Schlachtschiff kommt zurück in die Garnison und der Trupp weg. Die Truppen gehen zurück, die Truppen gehen zurück. Schlachtschiffe bleiben in der Garnison. Ich gewinne, bekomme einen Siegpunkt und ein Wasser. Und zweiter ist grün, bekommt ein Wasser und ein Spice. 2, 3, 4, 5. Keine halben Sachen. So, das war der Kampf. Dann kommen die Sandwürmer. Da kommt nun hier jemand. Dann kommen die Agenten zurück. Und der Mentat kommt zurück. Dann gibt es eine neue Konfliktkarte. Und dann geht der Startspielermarker wieder weiter. Und wir haben eine komplette Runde an Startspielern gespielt. Drei Runden. Es geht um die Nacht- und Nebelaktion. 5 Karten. 1, 2, 3, 4, 5. Aber ich bin ja gar nicht dran, ich brauche gar nicht reingucken. Grün ist dran. Interstellare Fracht. Das gucken wir uns jetzt an, das Feld. Eigentlich ein Feld, das 2 Einfluss in der Raumgilde benötigt. Die hat er noch nicht. Er ist erst bei 1. Und dann muss ich eine neue Karte aufdecken. Jetzt kommt er wieder auf interstellare Fracht. Aber er hat den Einfluss nicht, also geht er in den Falltraum. Dort kriegt er den Einfluss, kriegt auch den Siegpunkt. Und das war es aber erstmal für ihn. Beim nächsten Mal könnte er auf das Feld interstellare Fracht gehen. Auf das kann ich jetzt aber auch. Das ist nicht schlecht. So, das war grün. Jetzt ist gelb dran. Destillanzug. Das ist hier unten. Da gibt es einen Einfluss bei den Fremen. Und das war's. Und für mich jetzt legen wir mal langsam. Wir gehen mit einem Agenten zu interstellare Fracht. Ich habe 2 Einfluss bei der Raumgilde. Was ich jetzt machen kann, ist, ich kann mein Frachtschiff um 2 Felder vorrücken. Und wenn ich es dann nachher zurückrufe, können wir uns Techplättchen kaufen. Schauen wir mal. Das war das Erste, was wir gemacht haben. Jawohl. Ich habe noch mehrere Optionen. Wir gucken. Grün ist wieder dran. Araken. Er kriegt eine Truppe, die geht auch in die Schlacht. Und er setzt seinen Siegelring ein. Und das heißt, er gibt 1 Spice für ein für eine Frachtfeldbewegung aus. Wir müssen wechseln. Ups, ich habe einen Fehler gemacht. Das war mein Grün war noch hier, hier und kriegt eine Bewegung für das Frachtschiff. Das habe ich tatsächlich übersehen. Ich hatte gedacht, ich spiele grün, warum auch immer. Mein Frachtschiff ist ja das rote. So. Er hat seine Frachtschiffbewegung ausgeführt. Das ist das hier. Dann ist gelb dran. Truppen sammeln, sortieren wir wieder aus. Gelb will Spice ernten, kann er auch hier und bekommt 4 Spice in Summe.
Und dann bin ich jetzt wieder dran als letzter. Mehrere Möglichkeiten. Ich habe keine Truppen in der Garnison. Ich müsste also entweder zum Beispiel zu den zähen Kriegern, um mit zwei Truppen in den Konflikt zu gehen. Grün und Gelb sind nicht mehr dran. Alternativ kann ich den Konflikt werde ich nicht gewinnen, denke ich. Wir werden also ach, wisst ihr was? Wir können das mal machen. Wir senden den Botschafter der Gilde. Was können wir tun? Wir haben ein grünes Feld und grün sind da oben die Felder, der Mentat, der Schwertmeister und der Hohe Rat, aber auch auf IX die Felder. Und die nehmen wir jetzt mal. Wir gehen auf das Schlachtschiff. Wir müssen 3 Solari bezahlen. Kriegen ein Schlachtschiff in die Garnison und können uns ein Techplättchen kaufen. Wir haben nur 1 Beiß, haben aber jetzt den Verhandler, den Verhandlungsführer noch auf X sitzen. Der gibt uns einen Rabatt, den kriegen wir zurück, das Beiß geben wir aus. Und wir können uns eines dieser beiden hier oben liegenden, offen liegenden Techplättchen kaufen. Entweder den Schallschnüffler, wo ich meine Intrigenkarten abgeben kann und dafür entsprechend viele neue ziehen kann, wenn ich das Plättchen einsetze. Ich kriege aber auch schon ein neues, eine neue Intrigenkarte, wenn ich den erwerbe. Oder ich kann mir den Minimic-Film holen, der mir im Aufdeckzug eine Überzeugung mehr gibt. Das ist übrigens jede Runde nutzbar, diese beiden Dinger. Ich glaube, das mit der Überzeugung ist nicht schlecht. Das werden wir mal tun. Oder sollen wir mal mit den Intrigenkarten ein bisschen rumspielen? Wir machen das mal mit den Intrigenkarten. Das heißt, ich kaufe mir jetzt für 2 dieses Techplättchen. Muss hier ein neues aufdecken. Günstiges. Und das Plättchen kann ich dann auch, so schaue ich nochmal rein, ob ich das auch direkt nutzen kann, nachdem ich es erworben habe. Rabatte, Verhandlungen, verschiedene Fähigkeiten, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten in der Partie wirken können. Da gibt es hier ein Mehrfachverwenden-Symbol, das scheint aber hier nur einmal verwendet werden zu können. Und dann gibt es anscheinend Plättchen, wir gucken jetzt mal in einen der Stapel, die mehrfach verwendet werden können. Das hier lag oben. Gucken, ob ich das Symbol irgendwo sehe. Ah, hier ist das Symbol. Da ist das Symbol, dass man es mehrfach verwenden kann. Das kann ich mit dem hier nicht, dann kann ich das nur einmal tun. Aber ich kriege ja beim Erwerb schon noch eine Intrigenkarte. Die mir entweder und ich kann, wenn ich den Schallschnüffler einsetze, eine beliebige Anzahl von Intrigenkarten unter den Stapel legen und entsprechend viele nachziehen. Kann ich nur einmal machen. Die beiden Intrigenkarten, die ich hier habe, sind aber nicht so schlecht, glaube ich. 2 Schwerter im Kampf und einmal Einfluss tauschen. Ich lasse das Plättchen mal bei mir. So, das habe ich gemacht. Das war der Botschafter der Gilde. Und der gibt mir noch einen Einfluss bei der Raumgilde oder 2 Spies und ich nehme die 2 Spies.
So. Jetzt bin ich dran und darf nichts machen mehr. Damit ist jetzt... Ach ja, klar. Die hätte ich entsorgen müssen. Die Karte Suche nach Verbündeten habe ich eben in der ersten Runde auch einmal gespielt. Die hätte ich natürlich auch sofort entsorgen müssen. Habe ich nicht gemacht. Kommt jetzt weg, dafür ziehe ich nach. So, damit habe ich jetzt tatsächlich meinen letzten Agentenzug gemacht. Bin nicht im Konflikt drin. Runde ist durch, Gelb hat nichts mehr, Grün hat nichts mehr, Gelb hat nichts mehr. Ich bin dran mit meinem Aufdeckzug und habe 3 Überzeugungen. Und für 3 Überzeugungen ist hier noch eine Bene Gesserit-Schwester, die nehme ich mit dazu. Passt. Zack, da sind die Machtkämpfe. Dann kommt der Sturm im Imperium. Pasch heißt, wir tauschen einmal nur die Karte 1 aus. Keine zweite Karte. So, und damit sind wir mit dem normalen Runden durch. Es kommt zum Kampf, ist nur grün dabei, das heißt, er gewinnt, bekommt einen Einfluss. Nimmt er dort, wo er am niedrigsten steht, das sind hier unten die Fremen, und bekommt 2 Intrigenkarten. Es gibt keinen zweiten und keinen dritten, also bekommt niemand anderes was. Dann kommen die Sandwürmer. Da und da. Dann kommen die Agenten zurück. Der Starspielermarker wandert weiter. Es kommt ein neuer Konflikt. Und damit bekommen die Kollegen hier, die Rivalen, ihre dritten Agenten. Das ist natürlich jetzt ungünstig und ich habe nur 2 Solari. Brauche dringend Geld. Ich muss mal den Imperator besuchen oder sowas. Da gibt es wenigstens Geld. Wir gucken, was gibt es denn? Vorratslager plündern, Intrigenkarte und 3 Spice. 3 Spice sind natürlich auch nicht schlecht. Wir ziehen nach. 1. Zwei, drei, vier, fünf. Aber Gelb ist erstmal dran. Gelb geht auf selektive Züchtung, bekommt einen Einfluss, bekommt damit auch einen Siegpunkt. Ich bin dran. Ich könnte auch zu den Bene Gesserit gehen. Ich habe die Diplomatie. Und ich kann in die Wüste. Ich gehe hier hin und zwar gehe ich mit meinem Agenten auf den interstellare Fracht. Ich habe die 2 Einfluss bei der Raumgilde. Jetzt kann ich Folgendes tun. Das ist auch etwas, was ich euch zeigen möchte, was jetzt hier funktioniert mit dem Frachtschiff. Kann es jetzt 2 Felder vorbewegen. Ich bin ja schon ganz oben. Jetzt kann ich es also einmal zurücknehmen und es dann nochmal ein Feld vorbewegen. Was passiert beim Zurücknehmen? Ich kriege ein Techblättchen mit 2 Spice Rabatt kann ich erwerben und ich bekomme auch diesen Bonus hier,
zwei Truppen in meine Garnison und einen Einfluss bei einer beliebigen Fraktion. Und ich bekomme diesen Bonus hier. Zwei Spice oder fünf Solari, aber alle anderen kriegen dann noch einen. Fangen wir doch mal oben an. Ich nehme mir ein Tech-Plättchen mit zwei Rabatt. Ich könnte jetzt mir in jeder Runde noch eine Truppe kaufen. Das heißt, ich kaufe mir die Trainingsdrohne mit zwei Rabatt. Für ein Spice kriege ich den hier. Dann hole ich mir zwei Truppen. Es ist kein Kampffeld, also gehen die in die Garnison und einen Einfluss bei einer beliebigen Fraktion. Das möchte ich, was möchte ich denn da? Ah, das spielt doch eigentlich keine große Rolle. Ich werde mal bei den Highlinern, bei der Raumgilde arbeiten. Und dann bekomme ich entweder zwei Spice oder fünf Solari. Ich nehme die fünf Solari. Ich möchte mir meinen dritten Agenten noch kaufen. Und dafür bekommen die anderen ebenfalls eine Dividende bei der Raumgilde für den Frachter. So, das war meine erste Aktion Frachtschiff. Und jetzt kommt meine zweite, um ein Feld vorschieben. Ich denke, na, wir probieren es aus. Ob es gut funktioniert, werden wir sehen. Das war das. Und als nächstes muss ich irgendwie Truppen in den Kampf schicken. Ja. Okay, das war das. Grün ist dran. Faltraum ist noch frei, kriegt hier einen Einfluss. Und dann ist wieder gelb dran. Rednersaal haben wir nicht mehr. Wohlstand bei den Bene Gesserit. Quatsch, beim Imperator. So. Und bekommt dort einen Einfluss. Und dann bin ich wieder dran. Und jetzt muss ich zu einem Kampffeld und am besten einem Feld, wo ich Truppen kriege. Und da kommt es mir ganz gelegen, mit der Diplomatie zu den Fremen zu gehen. Ich muss ein Wasser bezahlen dort, bekomme zwei Truppen, die ich in den Konflikt einsetzen darf und kann dann zwei Einheiten nachziehen. Das sind mein Schlachtschiff und und noch zwei weitere Soldaten. Jawohl. So wird es was. Und jetzt bin ich im Prinzip raus und hätte noch 1, 2, 3, 4 Schwerter oder 2 Schwerter und 2 Einfluss. Aber wir schauen mal, was erstmal Grün und Gelb noch machen. Grün ist dran. Tech-Verhandlung. Das ist da oben. Bekommt eine Karte mit 1 Beiß Rabatt. Oder Tech-Verhandlung. Jetzt muss ich nachschauen, was die Jungs dann machen. Ich hätte hier noch eine Karte aufdecken müssen. Wenn die Rabatt, Tech, Solopartien, Schlachtschiffe... Schlachtschiffe, Tech-Plättchen erwerben. Was steht denn bei den Rivalen für die Tech-Plättchen? Ah, hier wird es erklärt. Immer wenn ein Rivale einen Agenten zur Tech-Verhandlung entsendet, erwirbt er Tech mit einem Tech-Rabatt von 1 Beiß. Jawohl, das steht hier. Falls er sich keines der Tech-Plättchen leisten kann, aber mindestens einen Trupp im Vorhang, legt er stattdessen einen Trupp als Verhandlungsführer. Okay, er kann sich das garantiert leisten. Er kann sich nämlich für 2 Spice die teuerste Tech-Karte kaufen. Hat er gemacht. Kommt weg. So. Damit hat er noch einen Agenten übrig. Genau, das war erst der zweite Durchgang in dieser Runde.
Der Startspieler ist jetzt dran gelb, geht nach Arakeen, bekommt eine Truppe, die er in den Konflikt setzt. Und das ist auch ein Kampffeld. Setzt seinen Siegelring ein, bekommt damit einen Spice. Und das war das. Und jetzt geht er aber noch mit in den Konflikt rein. So. Ich bin dran. Ich hätte ich eben machen müssen. Jetzt habe ich keinen Agentenzug mehr. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich mir den Trupp noch nehmen kann und ob ich ihn dann überhaupt einsetzen könnte. Ich mache mal Folgendes, da ich den Agenten ja nicht setze. Nein, ich lasse es einfach mal, bevor ich es falsch mache. Ich muss daran denken, dass ich das entweder bei einem normalen Agentenzug mache und dann entweder die Truppe in die Garnison oder eben in den Konflikt setzen kann. Jetzt kriege ich es nicht mehr, denn jetzt muss ich meinen Aufdeckzug machen. Ich habe keinen Agenten mehr, mit dem ich ziehen könnte. Will sagen, mein Aufdeckzug gäbe mir maximal 2 Überzeugungen. Die will ich gar nicht. Ich will die Schwerter. Ich bin raus. Wir warten auf den Kampf. Erstmal kriege ich hier 4 mit dem und dann noch 3 Truppen. Macht 7 Kampfstärke. Wir warten mal ab, was der Kampf gleich ergibt. Die Jungs haben aber noch Agenten. Grün ist dran, Verschwörung, ein Einfluss da, kriegt einen Siegpunkt und bekommt 2 Truppen in die Garnison. Und wir mischen das Hagal-Deck wieder. Ups. Gelb ist dran, nein, gelb ist ja nicht mehr dran. Das war ja der. Moment. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, doch, passt. Ich war raus. Grün war der letzte. Passt. Jetzt sind wir durch. Gelb hat einen Kampfwert von 4. Und jetzt wird aufgedeckt. Ein Schwertfeld, eine Schwertkarte kommt auf 5. Dann brauche ich meine Schwerter. Ja, die sind damit im Prinzip. 1, 2, 3, 4 Schwerter, 2 Einfluss, die will ich gar nicht einsetzen, ich setze die Schwerter ein, bin ich bei 11 und damit habe ich den Konflikt gewonnen, das ist schon mal nicht schlecht, ich bekomme noch eine Intrigenkarte und 3 Spice. Meine Truppen kommen in den Vorrat, die Schlachtschiffe kommen zurück. Rück, beziehungsweise jetzt habe ich ja den Konflikt mit einem Schlachtschiff gewonnen. Jetzt gucken wir auch hier nochmal nach. Immer wenn du einen Konflikt gewinnst, in dem du mindestens ein Schlachtschiff eingesetzt hast, übernimmst du bis zum Ende der nächsten Kampfphase die Kontrolle über ein Spielplanfeld. Das heißt, ich werde mir die Kontrolle über das imperiale Becken sichern, läge hier einen Kontrollmarker von irgendwem, würde ich den überdecken, dürfte nur nicht meiner gewesen sein. Wir schauen, wie das weitergeht. Und dann, die 3 Spice habe ich mir genommen, 2 Spice für meinen Gegner, das war gelb. Die Jungs, die sammeln aber echt Spice. So. Und damit ist der Kampf zu Ende. Jetzt kommen Sandwürmer. Zack, zack. Und natürlich auch hier. Und jetzt kommt der Rückruf. 2-mal rot. 3-mal grün. Ich brauche auch meinen dritten Agenten, sonst wird das hier nichts mehr. Nächster Konflikt, Überfall auf die Gildenbank, da geht es um Solari. Startspielermarker geht weiter, ich fange an.
1, 2, 3, 4, 5. Wir gucken auf die Intrigenkarten. Was haben wir denn gezogen? Fortschrittliche Waffen. Für 3 Solari kann ich noch ein Schlachtschiff einsetzen in die Garnison. Puh. Das klingt nicht schlecht. Aber ich brauche die Solari erstmal für meinen Schwertmeister. Das heißt, wir müssen erstmal gucken, was wir hier haben. Gerade eben gefällt mir hier die Karte mit den wechselnden Loyalitäten gut. Der Siegelring, dafür kann ich mir auch ein Techblättchen kaufen. Der Hurat ist nicht schlecht mit 2 Einfluss. Ich habe noch eine Faltraumkarte. Das klingt doch nach einem anderen Plan. Es gibt so viele Varianten, was man so machen kann. Den Konflikt werden wir wahrscheinlich nicht brauchen jetzt. Wir gehen ja über den Faltraum. Auf das Faltraumfeld, kriegen damit einen Einfluss, bekommen den Siegpunkt, bekommen 3 Solari. Können uns noch eine Karte ziehen, müssen die Karte entsorgen und kriegen aber auch, weil wir im Faltraumfeld sind, wieder eine Faltraumkarte. Die kommt dahin. So. Und das war dieser Zug. Jawohl. Und dazu setze ich die Trainingsdrohne ein, das Techblättchen und hole mir erstmal eine Truppe in die Garnison. Jo. Okay, was haben wir noch hier für Intrigenkarten? Für 3 Solari das Schlachtschiff. Nee, das lassen wir noch. Gut, dann ist erstmal nach mir grün dran. Will wieder Spice ernten. Meistens Gesamtspice sind hier 4 Stück. Dann geben wir ihm. Oh, wir haben keine 5er mehr. 5. Okay. Und er kann, da er auf dem Kampffeld ist, 2 Truppen in den Konflikt setzen. Macht er auch. Gelb ist dran. Verschwörung. Wieso hatte ich den denn nicht zurückgeholt? Ist doch neue Runde gewesen. So, Verschwörung. Bekommt einen Einfluss dort, bekommt den Siegpunkt dort und bekommt 2 Truppen in die Garnison. Das ist kein Kampffeld. Und dann bin ich dran. Und jetzt müsste ich ja, wenn ich den Konflikt gewinnen will, in ein Kampffeld gehen. Ich kann aber auch mir meinen dritten Agenten erstmal holen. Dann kann ich ihn nämlich direkt einsetzen. Das werde ich am ehesten tun. Das heißt, ich brauche dafür und damit hätte ich viel Geld. Das kann ich dann dafür brauchen. Wofür eigentlich? Ja. Kriegen wir hin. Den Siegelring. Dann werde ich mit meinem Agenten
zum Schwertmeister gehen, bezahle dort die 8 Solari, hole meinen dritten Agenten und setze meinen Siegelring ein, für den ich mir ein Tech-Plättchen kaufen oder einen Verhandlungsführer nach X schicken kann. Und dann gucken wir mal, was wir da haben. Ich könnte da noch für zukünftige Konflikte mir für 4 Spice einfach mal limitierte Kampfmittel kaufen. Das machen wir auch. Und damit haben wir das eingesetzt und könnten jetzt als nächstes in ein Kampffeld gehen und Truppen einsetzen in den Konflikt. Da müssen wir mal schauen, wie ich das mache. Moment, ich bin ja noch dran. Ich habe aber keine 3 Solari mehr, um mir mein Schlachtschiff zu holen. Ob ich die Truppen in den Konflikt verheize? Vermutlich nicht. Gut, dann ist Grün dran. Grün hat Einfluss genug bei der Raumgilde, geht also auf interstellare Fracht und geht 2 nach oben. Moment, stopp. Das ist, glaube ich, nicht richtig. Die gehen immer nur bis zur Mitte, die Rivalen. Wo ist es mit dem Frachter? Immer wenn ein Rivale seinen Frachter auf der Frachterleiste bewegt, entscheidet er sich so lange dafür, ihn vorzurücken, bis er das zweite Feld erreicht. Dann ruft er seinen Frachter zurück. Immer die Solari-Dividende. Okay, und nicht das Spice. So, das heißt, er geht hier hin, setzt einen vor und ruft dann zurück mit der zweiten Bewegung. Das heißt, er kriegt 2 Truppen in seine Garnison, das ist kein Kampffeld, bekommt einen Einfluss da, wo er am niedrigsten steht. Das sind die beiden hier. Nehmen wir mal die Fremen, damit kriegt er dann auch den Siegpunkt. Dann ruft er den Frachter zurück, bekommt die Solari-Dividende und alle anderen bekommen einen Solari. Und damit hat er das gemacht. Jawohl. Und dann geht es weiter mit Gelb. Geht nach Karthag. Bekommt eine Truppe in den Konflikt und setzt 2 Einheiten nach. So, und jetzt bin ich wieder dran und ich sehe Möglichkeiten über Möglichkeiten. Denn jetzt können wir tatsächlich mit 3 Solari-Plättchen, 3 Solari, das Schlachtschiff uns holen, in die Garnison setzen. Dann können wir mit dem guten Dr. Yue nach Siege Tabre gehen, haben den Einfluss bei den Fremen und müssen eine Karte ziehen. Das machen wir mal. Bekommen eine Truppe in den Konflikt, wenn ich das möchte, will ich, und ein Wasser. Und kann jetzt 2 Einheiten nachziehen. Das sieht gleich viel aus, aber mein Prinz Rombur-Vernius hat mein Schlachtschiffwert von Stärke 4. Okay, das war das. Und damit stehe ich da nicht so schlecht da. Und ich habe noch Aufdeckkarten für Schwerter und sogar auch noch die limitierten Kampfmittel. Das heißt, den Konflikt kann ich tatsächlich doch noch gewinnen und habe beide Schlachtschiffe dann auch im Einsatz. In der Garnison bzw. in der Kontrolle.
Dann sind wir, bin ich durch. Grün ist dran. Arakeen bekommt eine Truppe in den Kampf. Wird auch zwei nachsetzen und kann für eins Beiß einen Frachter nach vorne schieben. Das ist die Siegelringfähigkeit. Jawohl. Und dann ist Gelb dran, hat auch noch einen Agenten. Destillanzug bekommt einen Einfluss und auch einen Siegpunkt. So. Jetzt bin ich dran mit dem Aufdeckzug. Ich decke auf die 6 Einfluss. Dann nehme ich mir die ehrwürdige Mutter Gaius Helen Moiam von dem Bene Gesserit. Da liegt der Kwisatz Haderach. Für 8 eine sehr teure, aber auch recht mächtige Karte. Schauen wir. Aber wir machen gleich auch die Rotation. Da habe ich eben wieder verpennt. Und ich decke auf ein Schwert und ein Solari. Ups, ein, nicht 5. Mein Kampfwert sind die 4, die 6 mit dem Schwert sind es 7. Jawohl. Grün ist dran, hat einen Kampfwert von 2, 4, 5. Deckt einmal auf. Ui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind 11. Gelb ist dran, hat 3, 4, 5. Deckt auch auf. Nochmal 3 sind 8. Jetzt kann ich nochmal gucken, was mir meine Intrigenkarten so geben. Ja. Ich spiele noch die Finesse für 2 Schwerter. Damit werde ich wenigstens Zweiter im Konflikt. Hätte ich jetzt noch eine Chance, tatsächlich limitierte Kampfmittel setze ich auch noch ein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und damit bin ich genau Sieger in diesem Konflikt. Das gibt für mich 6 Solari. Für Grün noch 4 Solari. Und Gelb bekommt nichts, geht leer aus. Ich habe gewonnen. Lass mal das Schiff mal stehen. Er geht zurück. Und Quatsch, die anderen beiden, die anderen drei sind ja, was hatte ich, 4, 5, 6. Ich hatte nur 2. Die gehen zurück dahin, die gehen zurück dahin. Mein Schlachtschiff lassen wir hier mal ganz kurz liegen. Wir sind noch nicht fertig mit Aufräumen. Mein Schlachtschiff muss nämlich jetzt am Ende der Runde, muss ich auch wieder ein Feld kontrollieren, aber das hier kommt zurück. Ich werde mal ja, ich tausche. Der kommt nämlich zurück. Dann kommen die Sandwürmer wieder. Da und da. Dann kommen die Agenten alle zurück. Jeder hat jetzt 3. Und dann kommt ein neuer Konflikt. Hier geht es um 2 Einfluss bei einer Fraktion und eine Intrigenkarte. So, Startspielermarker wandert weiter.
sechs Runden gespielt. Er geht Spice ernten. Und zwar da, wo es am meisten Bonus Spice gibt. Das gibt es hier. Jetzt bekommt er 4 Spice. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4 Spice hat er hier. Ich bekomme jetzt aber auch eins, weil ich nämlich hier mit meinem Schlachtschiff die Kontrolle behalten habe, weil ich mit dem zweiten Schlachtschiff praktisch hinten dran weg das Feld, das imperiale Becken kontrolliere. Gut, dann ist Gelb dran. Nein, doch, er hat nur das Beiß bekommen. Keine Truppen in der Garnison, die er nachsetzen könnte. Gelb ist dran. Gelb geht nach Carfag, bekommt eine Truppe in den Kampf und setzt auch 2 Einheiten nach, ist ein Kampffeld. Ich bin dran. 1, 2, 3. Ich habe hier noch ein Feld, ein Plättchen, was ich umdrehen kann. Die Trainingsdrohne. Und dann muss ich nachziehen. Gucken wir, was wir haben. Ein Botschafter der Gilde. Den Faltraum, den Siegelring. Tja. Hier geht es um 2 Einfluss. Das heißt, theoretisch könnte ich mir damit zum Beispiel bei dem Bene Gesserit den Siegpunkt holen. Aber ich muss vorher noch ein paar andere Sachen machen. Den Konflikt möchte ich gewinnen. Das heißt, ich möchte in ein Kampffeld. Und damit gehe ich Damit gehe ich erstmal zu den Fremen, kriege hier einen Einfluss mehr, kriege ein Wasser und kann 2 Einheiten in den Kampf bringen, kann eine Karte ziehen, muss die Karte aber entsorgen. Den Dolch haben wir gezogen. Gut. Mal gucken, ob das klug war. Wir werden sehen. Und schon wieder habe ich vergessen, die Rotation zu machen. Holen wir sie schnell nach. 3 und 4. Das sind die beiden Karten. Die tauschen wir aus. So. 3 und 4. Dann haben wir zu wenig. Wir gucken. Bei dem Kampffeld werde ich auch noch werde ich wieder die Trainingsdrohne einsetzen, kriege wieder eine Truppe und die kann ich mir aus meinem Vorrat in den Kampf setzen. Das ist ein Kampffeld. Dann machen wir das auch. So, dann ist. Wieso habe ich ange? Ist doch Quatsch. Nein, stimmt alles. Ich habe mich verzeiht, ich war gerade durcheinander gekommen. Grün und Gelb waren ja schon dran. Grün war Startspieler. Jetzt ist auch Grün wieder dran. Geht wieder Spice ernten. Das macht er jetzt hier, weil es hier am meisten Bonus-Spice gibt. Das heißt, nochmal 5 Spice. 1, 2, 3, 4, 5. Wenn das weiter so geht, haben wir bald keinen Spice mehr. Ich weiß noch nicht genau, warum die hier nicht das Spice einsetzen gegen Siegpunkte, wie das früher war.
So, okay, jetzt machen wir weiter. Sorry für die Unterbrechung. Ich habe es mir nochmal angeguckt. Wir sind jetzt zum ersten Mal in einer Konflikt-3-Situation. Und jetzt beginnt da auch das Ausgeben der Rivalen von Ressourcen für Siegpunkte. Das heißt, wir müssen nochmal genauer gucken. Ich habe es verpennt. 7 Solari gehen auf jeden Fall bei Grün für einen Siegpunkt drauf. Und jetzt ist es auch eine Konflikt-3-Karte und ab jetzt spart der Rivale auch nicht mehr für Tech-Plättchen. Das heißt, so, jetzt hört er mich wieder besser. Also, nochmal, ich habe es mir angeschaut. Konflikt-3-Karten. So, wir sind jetzt mit der ersten Konfliktkarte in Konflikt 3. Sparen die Rivalen auch nicht mehr an Spice für Tech-Plättchen, sondern jetzt geben sie es für Siegpunkte auch aus. Will sagen, für die 10 Solari hat Grün jetzt einen Siegpunkt bekommen. Das habe ich eben auch verpennt, noch zu tauschen. Und jetzt kann er auch für 7 Solari noch einen Siegpunkt kriegen. Und jetzt können wir auch besser wechseln. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das sind noch ein Siegpunkt. Und er hier gibt auch für 7 Solari einen Siegpunkt aus. Und jetzt sieht die Lage nämlich für mich schon gar nicht mehr so rosig aus. Bis hierhin haben die Jungs nämlich Spice gespart. Jetzt tun sie das nicht mehr. So, er hat Spice geerntet, hat aber trotzdem keine Truppe im Konflikt. Gelb ist dran. Stimmt das? 1, 2, 1, 2 und er hat nur noch einen da. Jawohl. Gelb geht zum Imperator, bekommt hier einen Einfluss. Ich bin dran. Ich habe jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich gucke mal eben, was es an Tech-Plättchen. Ich habe nur einen Solari. Das bringt mir nichts viel, meinen Siegelring einzusetzen. Allerdings könnte ich noch mal meinen Frachter einsetzen. Das wäre noch eine Idee. Könnte mir aber auch einen Sitz im Hohen Rat kaufen. Ich will aber den Konflikt gewinnen. Das heißt, ich brauche Truppen. Truppen kriege ich bei den Fremen hier. Da komme ich nicht mehr hin mit den Karten, die ich habe. Kampfwert ist im Moment höher, aber die Schwerterkarten sind ja auch noch da für die Rivalen. Das heißt, ich brauche Truppen, die ich nur noch kriege in Siege Tabere oder in Araken. Da ich noch einen dritten Agenten habe, ist vielleicht jetzt Araken erstmal das Bessere, weil ich noch eine Karte nachziehen kann. Das heißt, ich gehe mit der Aufklärung nach Araken. Kriege eine Truppe in den Kampf, kann eine Karte nachziehen. Das sind Überzeugungen. Und bin damit durch. Grün ist wieder dran, den letzten Agenten. Tech-Verhandlung. Kauft sich die teuerste Karte, die er sich leisten kann, mit einem Rabatt von 1. Er kann sich jede Karte leisten, zahlt 2 Spice, kriegt dieses Plättchen. Bin mir gar nicht sicher, ob hinten raus bei der Wertung im Solospiel oder ob die Plättchen sofort eingesetzt werden. Wir gucken, was hat er sich denn gekauft? Zündungsvorrichtung und Holoprojektoren. Ah, die setzt er immer sofort ein. Okay.
das kann er sich nicht, das kann er nicht einsetzen, die Holoprojektoren. Läuft das im Grunde genau ab wie für einen normalen Spieler. Für manche Tech-Plättchen gibt es hier jedoch ein paar Hinweise und Klarstellungen. Für die Holoprojektoren sehe ich hier nichts. Die kann er irgendwie nicht einsetzen. Die Zündungsvorrichtung. Wenn du einen Konflikt gewinnst, indem du ein Schlachtschiff eingesetzt hast, darfst du ein Schlachtschiff in deinen Vorrat zurücklegen, um Siegpunkt zu erhalten, anstatt mit ihm die Kontrolle über ein Spielplanfeld zu übernehmen. Das würde er tun, aber er hat ja sein Schlachtschiff gar nicht im Einsatz. Gut, vielleicht gibt es in der Wertung nachher noch Siegpunkte für die Rivalen, je nach Anzahl von Tech-Plättchen, aber dafür habe ich eben in den Solo-Regeln auch nichts gesehen. Ergänzung zu den Solo-Partien und dem Spiel zu zweit. Da steht nichts zur finalen Wertung bezüglich der Tech-Plättchen. Nein. Okay, damit war das erstmal. Er hat sich ein Tech-Plättchen geholt. Gelb ist dran. Nach Arakeen, da ist aber besetzt. Spice ernten will er jetzt auch, kann er nicht. Auf keinem Feld Bonus Spice, deckt eine neue Karte auf. Selektive Züchtung, das heißt, er geht hier noch einen hoch. Okay, damit ist Gelb auch dabei. Und jetzt kann ich meinen letzten Agenten einsetzen. Ich habe noch eine Intrigenkarte. Zwei Karten abwerfen, zwei Karten nachziehen. Brauche ich die? Hier muss ich nochmal aufdecken. Da kommen Invasionsschiffe. Okay. Ich brauche entweder Truppen, das heißt, ich müsste hierhin oder hierhin. Das könnte ich mit dem Siegelring. Oder ich hole mir nur Spice. Was will ich mit dem Spice? Mir nachher noch ein Tech-Plättchen kaufen, wo ich noch nicht weiß. Ich habe noch kein wirkliches Gefühl dafür, was die Tech-Plättchen mir mehr bieten im Spiel. Da muss ich noch ein paar Partien mitspielen. Ich werde das nächste Woche mal zu dritt spielen, habe ich die Gelegenheit. Und dann werden wir das mal versuchen, gemeinsam zu eruieren, was denn die Tech-Plättchen so an Vorteilen auch hinten raus in der Wertung bringen. Nicht nur im Spielverlauf. Wir gucken mal. Tja. Ich denke, ich werde zum Siege Havre gehen. Muss dann aber meinen Siegelring praktisch. Ich gehe zum Siegstab ran mit dem Siegelring. Hierhin kriege einen Trupp in den Konflikt. Ich habe eben noch verpennt, als Grün hier gerade zum Imperialen weggegangen ist, kriege ich ja auch noch ein Spice, weil ich die Kontrolle habe. So, Siegstab. Kriege einen Trupp in den Konflikt, habe ich gemacht, kriege ein Wasser. Und damit ist das getan. Und der Siegelring sagt mir, kaufen Tech-Plättchen, aber für zwei Spice den Minimic-Film will ich gar nicht. Ich warte mal noch ein bisschen. Ich setze mir einen Verhandler an den Planeten. Und dann ist es das erstmal.
Das heißt, er ist nicht im Konflikt dabei, sein Kampfwert bleibt 0. Er ist im Konflikt dabei und sein Kampfwert ist 5. Ich bin dabei und habe 4, 5, 6, 7, 8. Gucken wir jetzt mal nach meinem Aufdeckzug. Ich habe 3 Überzeugungen. Das ist nicht wirklich viel. Ein Verwalter der Gilde. Ich nehme mal den Verwalter der Gilde und ich nehme die Missionaria Protectiva von den Fremen, von den Bene Gesserit. So, das war das. Und dann habe ich hier noch ein Schwert, das bringt meine Kampfstärke auf 9. Und den Botschafter der Gilde im Aufdeckzug kann ich dafür 3 Spice ausgeben, die ich noch nicht habe, um einen Siegpunkt zu bekommen. Das heißt, den lege ich nur ab. Das heißt, wir kämpfen. Er bekommt noch ein Schwert dazu. Ich habe genug. Ich setze auch, habe nichts anderes, was ich einsetzen könnte oder wollte. Und damit gehe ich wieder als Sieger hervor. Ich bekomme 2 Einfluss und die nehme ich am besten bei den Bene Gesserit oder beim Imperator. Spielt keine Rolle. Auf jeden Fall kriege ich dafür einen Siegpunkt. Und ich bekomme eine Intrigenkarte. Kampfintrigenkarte, 2 Schwerter und jeder Gegner zieht ein Schlachtschiff zurück. Das ist auch nicht schlecht. Hilft mir bei den nächsten Konflikten sicherlich. Okay, dann bekommt er eine Intrigenkarte. Gelb. 3 Intrigenkarten würden noch einen Siegpunkt geben, haben sie beide nicht. Okay. Und seine Truppen kommen zurück. Meine Truppen kommen raus. Mein Schlachtschiff geht auf Kontrolle. Mein anderes Schlachtschiff kommt zurück. Ich bleibe beim imperialen Becken. Kampf ist entschieden. Die Sandwürmer kommen nur hierher. Und dann kommen 1, 2, 3 gelbe Agenten zurück, 1, 2, 3 grüne Agenten zurück und 1, 2, 3 rote Agenten zurück. Nächste Konfliktkarte wird aufgedeckt und jetzt geht es um ordentlich Siegpunkte. Siegpunkt so und nochmal einen Siegpunkt kaufen für 6 Solari, noch einen Siegpunkt kaufen für 4 Spice und einen einfachen Siegpunkt. 6 Solari habe ich brauche Spice. Ich glaube, das würden wir gerne alle gewinnen. Dann geht der Startspielermarker weiter. Gelb fängt an. Halt. Rotation. 5 und 6. 5 ist nur die letzte Karte. Die kommt raus. Okay. Ich ziehe auf 5 Karten auf. 1, 2, 3, 4, 5. Gelb, zähe Krieger bekommt einen Einfluss und bekommt 2 Truppen in den Kampf. Die gibt er auch direkt rein und kann jetzt Einheiten nachziehen, das macht er auch. Damit ist er schon mit 5 dabei. Ich bin dran. Interessante Karten. Wir schauen mal, was wir machen können. Das können wir tun. Wir machen wechselnde Loyalitäten. Gehen damit mit einem Agenten ins Hagarbecken, bekommen dieses eine und 2 weitere Spice.
Das Wasser müssen wir bezahlen. Und dann machen wir wechselnde Loyalitäten, indem wir bei den Fremen einen Einfluss runtergehen und zwei Spice bezahlen. Und dafür beim Imperator, nein, bei den Bene Gesserit zwei Einfluss gewinnen. Kriegen auch hier den Allianzmarker und eine Intrigenkarte als Bonus. Noch eine Kampfintrigenkarte, sehr gut, zwei Schwerter. Jawohl. Das war's. Und ich kann zwei Truppen nachsetzen, in diesem Falle einen. Und das sind schon vier. Wir gucken mal ganz kurz, er wäre bei 5, ich wäre aktuell bei 4. Grün ist noch bei 0. So. Grün ist dran. Selektive Züchtung. Ein Einfluss hier, gewinnt einen Siegpunkt. Das sehen wir ungern. Gelb ist dran. Schlachtschiff. Bekommt das in die Garnison. Falls dieser Rivale bereits zwei Schlachtschiffe hat, deckt er eine neue Karte auf. Nee, hat er nicht. Und er bekommt ein Tech-Plättchen. Er kann sich jedes leisten. Nimmt das teuerste. Für 5 Spice. Aber was macht das Plättchen? Gegnerische Agenten blockieren deinen Agenten in diesem Zug nicht. Ah, aber beim Kaufen kriegt er 1, 2, 3, 4 Truppen in seine. Beim Erwerb kriegt er 1, 2, 3, 4 Truppen in seine Garnison. Denn es ist kein Kampffeld. Ja. Oh, mächtig. So. Mit der ehrwürdigen Mutter Moyam komme ich nur, kriege keine weiteren Truppen mehr mit dem, was ich habe. Ich muss hoffen, dass ich das, naja, ich habe ja hier noch einen, den hatte ich ja noch umdrehen müssen, die Trainingsdrohnen. Dann machen wir Folgendes. Dune, der Wüstenplanet. Ich gehe ins imperiale Becken. Da kriege ich zwar nur ein Spice und eins, weil ich es kontrolliere. Aber ich kann noch den Trupp, den ich jetzt kriege, indem ich die Trainingsdrohnen wieder umdrehe, in den Kampf setzen und ziehe damit zumindest mal gleich. Okay, das war mein Zug. Und dann ist Grün wieder dran. Tech-Verhandlung ist da oben. Hier liegt noch ein Tech-Plättchen für 2. Er kauft das teuerste Plättchen, was er sich leisten kann, mit einem Rabatt. Dann ist das dieses hier. Und zahlt dafür 1 Spice. Bekommt ein Wasser. Und wenn du einen Konflikt gewinnst, ein Wasser. Okay, er ist aber nicht im Konflikt. Super. Dann ist Gelb dran. Interstellare Fracht. Hat er Einfluss genug? Nein, hat er nicht. Hat er nicht, das heißt, neue Karte aufdecken. Jetzt aber interstellare Fracht. Ne, null oder Einfluss, dann geht er in Faltraum. Ja, Faltraum. Und bekommt dort einen Einfluss und damit auch einen Siegpunkt. Sehr spannend. Okay. Dann bin ich nochmal dran und dann nochmal grün. So, ich kann jetzt gehen zum Imperator. Ich will aber dort die 4 Spice nicht aufgeben.
Denn ich will mir nachher hier den Siegpunkt gönnen. Ich kann zu dem Bene Gesserit gehen. Puh. Also ganz ehrlich, gefällt mir nicht. Was kann ich denn für grün machen? Jetzt will ich 6 auch da nicht aufgeben. Grün ist ansonsten blockiert. Damit kann ich nichts machen. Was haben wir denn noch für Intrigenkarten? Ha. Jetzt wird es Zeit, die Ixianische Sonde einzusetzen. Denn die gewährt mir... Ich brauche die Überzeugung nicht. Ich will keine Karte kaufen, ich will den Konflikt gewinnen. Das heißt, ich lege 2 Karten ab. Den Dolch und das überzeugende Argument. Nein, den Dolch brauche ich für das Schwert. Die ehrwürdige Mutter Mojam und das überzeugende Argument lege ich ab und kann dafür 2 Karten ziehen. Und jetzt wird ein Schuh draus. Hilft mir das? Auch nicht besser. Der Dr. Yue hilft mir. Der Dr. Yue sagt, gehe zum Beispiel nach Arakeen, bekomme eine Truppe, das ist ein Kampffeld, dann geht sie direkt hier rein, ziehe eine Karte und er sagt, ziehe mir eine Karte. Okay. So wird doch besser, das Ganze. Jetzt ist Grün nochmal dran. Destillanzug. Und bekommt hier einen Einfluss. Und damit, Gelb hat nichts mehr. Ich kann meinen Aufdeckzug machen. Für einen Einfluss kann ich nichts kaufen. Aber ich kriege noch 1, 2, 3, 4 Schwerter. 1, 2, 3, 4 Schwerter. Denn den Einfluss brauche ich und möchte ich jetzt nicht. Und einen Solari kriege ich noch. Und damit ist für den Kampf Gelb noch dran. Bekommt noch ein Schwert. Das heißt, ich kann mir die beiden Intrigenkarten sparen, beziehungsweise die eine nutze ich jetzt gleich. Nein, ich muss da ja auch einsetzen. Nee, passt. Alles gut. Ich spare mir die beiden Intrigenkarten. Ich gewinne durch meinen Aufdeckzug den Konflikt und damit gewinne ich wieder hier. Das heißt, ich kriege einen Siegpunkt. Für 6 Solari noch einen Siegpunkt und für 1, 2, 3, 4 Spice noch einen Siegpunkt. Gelb bekommt Rot. So. Gelb bekommt einen Siegpunkt, Grün bekommt nichts. Ja, er kommt zurück. Der kommt zurück. Die kommen weg. Der kommt zurück. Beziehungsweise wir tauschen wieder. Wir kontrollieren nach wie vor das imperiale Becken. Dann kommen die Sandwürmer nach hier. Meine 3 Jungs kommen zurück. Die 3 Agenten der Rivalen kommen jeweils zurück. Es kommt zu einem neuen Konflikt. Jetzt geht es um die Kontrolle im imperialen Becken und 2 Siegpunkte. Das heißt, wir könnten das Ende auslösen, wenn wir es gewinnen. Wollen wir es hoffen? Schauen wir mal, was passiert. Aber wir müssen natürlich auch noch 2 und 5. 2 und 5 tauschen wir aus. Okay, es kommen noch Karten dazu, die ich euch mal kurz zeigen möchte.
Mal gucken. Den Kopfgeldjäger. Ihr seht hier das Symbol für die städtischen Gebiete auf dem Planeten, auf Arrakis. Aber ihr seht daneben noch so einen halben Agenten. Das heißt, die Karte kann man einsetzen auch auf einem besetzten Feld dieser Farbe, dieses Symbols. Das ist noch eine interessante Neuerung in der Erweiterung. Und hier diese Karte, wenn ich durch das Ablegen oder Abwerfen, Entsorgen Aktion einer anderen Karte benutze und das dann mit dieser Karte tue, kriege ich doch ein Wasser. Das sind Dinge, die noch interessant sind in den Neuerungen in der Erweiterung. Neben den Tech-Plättchen, dem Planeten IX und dem Zusatzboard und den Schlachtschiffen sind das die relevanten Änderungen noch. Okay, Startspielermarker wandert eine weiter. Das müsste passen. Neuer Konflikt ist aufgedeckt. Ich muss 5 Karten ziehen, habe noch 2 Intrigenkarten mit Schwertern. Das ist ganz wichtig zu wissen. Ihr seht oben der Tech-Stapel, der mittlere Stapel ist leer, der bleibt dann aber auch leer. So. 2, 3, 4, 5. Es ist wieder so, dass ich keine Truppen einsetzen würde. Dafür müsste ich zu den Fremen gehen oder in die städtischen Gebiete. Nur 2 Solari, das ist auch blöd. Ich bin immer so knapp an den Ressourcen, das ist irgendwie ärgerlich. Ich kann mir aber Spice organisieren. Der Wüstenplanet. Dann gehe ich mit einem Agenten hierher, zahle die 2 Wasser tief in die große Ebene, bekomme 4 Spice. 1, 2, 3, 4. Und kann schon mal meine 4 in den Konflikt setzen. Und meine Trainingsdrohne wieder umdrehen, bekomme eine Truppe aus meinem Vorrat auch in den Konflikt. So, damit haben wir schon mal eine Basis geschaffen, den Konflikt überhaupt bestreiten zu können. Ob wir ihn gewinnen, müssen wir sehen. Grün ist dran. Spice ernten. Meistens Bonus-Spice gibt es nicht. Also neue Karte. Karthag. Dahin geht's. Dann kriegt er eine Truppe in seine, die er einsetzt. Und eine Intrigenkarte. So, jetzt hat er 3 Intrigenkarten. Die gibt er ab und kriegt dafür noch einen Siegpunkt. Das ist grün. So, dann ist grün im Konflikt mit einem. Gelb ist dran. Verschwörung. Einen Einfluss beim Imperator, damit kriegt er die Allianz und einen Siegpunkt und er kriegt 2 Truppen, aber in seine Garnison. Dann bin ich dran. Also Gelb könnte uns nachher echt noch Probleme bereiten. Wir schauen mal.
gibt es noch die Frage? Ein bisschen schmuggeln. Was würde uns das bringen? Ein Solari. Was machen wir mit 3 Solari? Noch ein Schlachtschiff. Brauchen wir nicht. Aber wenn wir, das ist noch eine Idee, wenn wir oben zur interstellaren Fracht gehen, können wir den, unseren Frachter noch ein Plättchen hochnehmen, holen uns da 2 Truppen in die Garnison und noch einen Einfluss meinetwegen bei, bei den Fremen. Und holen uns entweder 5 Solari oder 2 Spice. Was können wir dann damit tun? Mit den 2 Spice können wir als nächstes uns hier noch Truppen holen. Das können wir versuchen. Denn wir haben ja noch einen Agenten, das passt. Und die Karte dafür habe ich auch. Also wir machen interstellare Fracht. Einmal das Frachtschiff nach oben bewegen, das ist die erste Aktion. Die zweite ist es runterziehen. Damit kriegen wir 2 Truppen in die Garnison. Dann kriegen wir einen Einfluss, den nehmen wir bei den Fremen. Und dann kriegen wir 2 Spice. 2, 3, 4, 5. Genau, das war das. Grün ist dran. Geheimnisse bei den Bene Gesserit, ein Einfluss. Gelb ist dran. Ist dran mit Verschwörung. Das ist oben beim Imperator, da war er schon. Interstellare Fracht kann er machen. Da bin ich aber schon. Also neue Karte. Karthag ist auch besetzt, neue Karte. Arake. Er kriegt eine Truppe, die setzt er in den Konflikt. Und seinen Siegelring setzt er ein und kriegt 1 Spice. Und das heißt, er kann jetzt, da das ein Kampffeld ist, 2 Einheiten nachziehen, ist also jetzt bei 7. In weiser Voraussicht habe ich jetzt genug Spice, um ihm das dann trotzdem zu vermiesen, den ganzen Kram. Jetzt kann ich das hier nicht gut einsetzen. Das machen wir im Aufdeckzug. Haben wir dann wieder kein Spice. Na, mal gucken. Wir gehen mit dem Verwalter der Gilde. Gehen wir auf das Highliner-Feld und zahlen die 6 Spice. Bekommen dafür 2 Wasser und 1, 2, 3, 4, 5 Truppen. Boah, die setzen wir. Also es kommt ja noch ein Konflikt im schlimmsten Falle. Wenn ich das jetzt gewinnen sollte oder grün gewinnen sollte, das passiert nicht, dann müssen wir uns keine Sorgen machen. Aber wenn ich das gewinnen sollte, werden wir wahrscheinlich das Spielende auslösen, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, darauf wollen wir hinausarbeiten. 2, 4, 5 tun wir da rein. 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe noch Schwerter für meinen Aufdeckzug. Ja. Das machen wir so. Dann ist grün wieder dran. Destillanzug. Bekommt nur einen Einfluss,
bekommt damit ein Wasser, was wiederum ein Siegpunkt ist, und bekommt diesen Siegpunkt hier. Jetzt wird es eng. Gelb ist dran. Highliner ist besetzt. Schlachtschiff. Er hat bereits zwei. Deck mal neue Karte auf. Verschwörung ist besetzt. Geheimnisse ist besetzt. Falltraum ist noch nicht besetzt. Dann geht er dahin, bekommt einen Einfluss. So. Ich habe meinen Aufdeckzug. Hier habe ich nur einen Einfluss, eine Überzeugung. Den bringt mir gar nichts. Und das bringt mir auch nichts, weil ich zwar die Allianz habe, aber keine drei Spies. Dafür hätte ich mir noch einen Siegpunkt kaufen können. Das könnte jetzt entscheidend werden. Wir werden sehen müssen. Damit bin ich erstmal mit meinem Aufdeckzug durch. Grün deckt auf. Wir gehen in den Kampf. Das heißt, ich kann noch Nachkarten mit vier. Das sollte eigentlich reichen. Grün deckt auf. Zwei Schwerter. Er deckt auf, zwei Schwerter. Dann brauche ich die Karten gar nicht einsetzen. Ich gewinne den Konflikt. Und ich gewinne die Kontrolle ums imperiale Becken. Das heißt, ich bekomme zwei Siegpunkte und die Kontrolle ums imperiale Becken. Meine Schiffe, meine Truppen kommen in den Vorrat, meine Schlachtschiffe kommen zurück. Ich kann mit dem einen Schlachtschiff irgendwo anders wieder kontrollieren gehen. Der Verlierer ist gelb, bekommt 5 Spies. Das reicht zum Glück noch nicht für einen Siegpunkt. Seine eingesetzten Schlachtschiffe gehen zurück, sein Trupp in den Vorrat. Der Trupp geht in den Vorrat. Damit haben wir den Kampf ausgewertet. Dann kommen die Sandwürmer. Und dann gucken wir gleich nochmal ins Spielende, wie es aussieht. 1, 2, dafür spiele ich es doch zu selten. Ich muss wieder öfter ran. 3, 1, 2, 3. So, jetzt gucken wir nochmal in die Wertungsphase. Jetzt würde dann normalerweise der nächste Konflikt aufgedeckt werden, um zwei Siegpunkte und die Kontrolle um Arrakeen. So, Rückruf. Sobald nun einer von euch 10 oder mehr Siegpunkte auf der Siegpunktleiste hat, Finale. Zuerst kann jeder alle finale Intrigenkarten, die hat keiner. Bei Gleichstand gilt die Menge an Spice. Dann Solaris, dann Wasser und dann Truppen in der Garnison. Ja, Spiel ist zu Ende. 10 Siegpunkte oder mehr sind erreicht von zwei Spielern gleichzeitig. Und bei Gleichstand gilt die Menge an Spice, die leider zugunsten meines grünen Rivalen ausfällt, die Bewertung. Und damit sind wir aber erstmal am Spielende. Wir haben also jetzt eine Runde Dune Imperium mit Rise of EX gespielt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, muss ich gestehen. Mir gefällt das, was ich jetzt gesehen habe, schon sehr gut. Ich weiß aber tatsächlich noch nicht, was wir mit den Tech-Plättchen alles noch anfangen können oder müssen und wie sie sich dann im Spielverlauf auch mit mehreren menschlichen Spielern auswirken. Mir gefällt es aber sehr, sehr gut, dass die Felder hier jetzt anders geworden sind. Der Frachter funktioniert für mich hervorragend, genauso wie die Schlachtschiffe. Die neuen Karten hatte ich jetzt nicht im Einsatz und meine Rivalengegner naturgemäß nicht. Für mich ist jetzt aber auch sehr gut, dass die Marktrotation im Solospiel jetzt auch offiziell in der Regel bestätigt wurde mit zwei Würfeln. Das funktioniert auch, wenn man dran denkt. Habe ich nicht immer getan, gebe ich zu. Die Haus-Hagal-Erweiterung passt auch.
Genauso die neuen Konfliktkarten, von denen wir ja, glaube ich, auch eine gesehen haben. Ich kann es jetzt tatsächlich nicht mehr sagen. Ich habe es jetzt untergemischt. Ich werde die Imperiumskarten sowieso nochmal komplett durchmischen müssen, damit sie nächste Woche für das Dreispielerspiel auch gut gemischt sind und gleichmäßig ausgegeben werden. Gefallen tut es mir schon sehr gut. Zu den Tech-Plättchen möchte ich mir noch kein abschließendes Urteil erlauben. Aber dafür habe ich sie zu wenig gesehen, gehabt, eingesetzt. Sie bringen auch irgendwie jetzt nichts mehr an der Schlusswertung. Sie könnten ja mitgewertet werden für Spice, was man ja gezahlt hat. Macht hier bei mir dann 9 und das sind da 3, 6, 8. Dann wären wir wieder bei Gleichstand. Und dann wird es wieder auf Solari rauslaufen. Da hat auch er wieder mehr. Wasser hätte ich mehr. Also da bin ich noch nicht ganz klar, wie das mit der Wertung funktioniert mit den Tech-Plättchen. Warum gibt man Spice für Tech-Plättchen aus? Vor allen Dingen spät im Spiel. Braucht man es dann, glaube ich, nicht mehr, weil dann Spice ja als Tiebreaker gut funktioniert. Naja, aber der Rest der Erweiterung, hervorragend. Mir gefällt es, gerade das Ersatzboard hier für die doch relativ, in Anführungszeichen, langweiligen Sachen wie Rednersaal, Abkommen treffen oder Truppen sammeln. Das wurde sowieso fast nie wirklich benutzt, nur so als Notnagel. Hier mit dem Frachter hat man eine echt gute Alternative. Da steht dann auch an echten Belohnungen was hinter. Gefällt mir sehr gut. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Lasst mir gerne ein Like, ein Abo, wenn es noch nicht geschehen ist und einen Kommentar da, wie es euch gefallen hat. Wo ich ganz grobe Regelschnitzer gemacht habe, außer denen, die ich jetzt auch schon gesehen und im Nachhinein versucht habe, auszugleichen, einzuhalten. Und dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Freue mich, wenn wir uns in der nächsten Runde wiedersehen. Bleibt gesund. Bis dahin, euer Spartakus.